Der Kampf um die kleine Sandschüssel. Jetzt hat Diana sie ergattert, weil Camillo, ist es doch Camillo? Ja, Camillo aufgegeben hat. Erst hat er sie und da ist jemand in die Röhre reingegangen. Ja, und ist durchgekommen. Und hat es geschafft, den Winkel zu machen. Hallo, wo bist du? Oh, und zurückgelaufen. Ja, komm. Ja, komm. Komm, komm. Ja, komm. Ja, toll. Ja, toll. Toll macht ihr das. Ja, kommt. Und die können sich da drin noch drehen und gehen zurück. Es ist unglaublich. Da geht einem das Herz auf, wenn man sieht, wie die kleinen Süßen sich hier beschäftigen, den kleinen Kauknochen und Kaya jagt Daphina und will ihr den abnehmen. Ja, zack. Und schon kommt der nächste ran. Und da kommt noch einer aus der Röhre raus. Wow. Und sind wir schon platt? Nein, geht gleich weiter. Und zwischendurch ein wenig fressen, ein wenig trinken. Wenn es schon nur einen Kauknochen gibt, müssen wir uns ihn teilen. Ja. Und die Mama überwacht alles. Ja, mal nach dem Rechten schauen. Mal leichtes Knurren. Lasst mich ja in Ruhe. Ich will keine Milch mehr abgeben. Oh oh. Diana, und jetzt jagen wir. Und da ist Kyra wohl drin. Ja, Kyra kommt aus der Tunnelröhre. Und der nächste rein und durch. Ja. Ja, geschafft. Geschafft, toll. Ja, auch der nächste. Und auch geschafft. Und andere Richtung geht auch. Ja. Und jetzt hat Mama den Knochen. Das ist doch ein schöner Abendausklang, bevor man in die Wohnstube zurück muss, um die Nacht im kleinen Raum zu verbringen, der sich wie folgt darstellt. Wenn wir einmal schauen. Hier ist dann der Nachtbereich der Welpen. Hier ist der Nachtbereich der Welpen. Schon aufgeräumt, sauber gemacht, fertig für die Nacht. Ja, das nenne ich doch mal ein Zuhause. Ja, das ist was, hä? Ja, hallo. Und da hinten geht das Gezerre um einen kleinen Stoffknochen.
Und wer kommt da? Die wilde Kyra. Nein, es ist Kaya. Oh, jetzt haben wir ihn. Ich muss ihn neu machen.